Hallo lieber Löwe, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es nächste Woche bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres-, Monats- sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, die ich hier einsetze, inklusive dieser Golden Art Nouveau Tarotkarten. Ja? Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Löwe, ich habe das Gefühl, dass in nächster Zeit deine Haare wichtig sein werden. Deine Haare stehen so ein bisschen im Mittelpunkt. Sei nicht überrascht, wenn da Menschen dir Komplimente machen in Bezug auf deine Haare. Deine Haare scheinen so irgendwie, die stehen im Mittelpunkt, man sieht sie gut. Gerade für jene, die ungepflegte Haare haben, ihr solltet sie schön herrichten, weil irgendwie stehen die voll im Mittelpunkt. Beim Löwen stellen die Haare eine Krone dar, ja, beim Löwen an sich ist das so die Krone und der Löwe ist der König der Tiere und eure Haare sind irgendwie so diese, wie kann ich das formulieren? Es ist so, wie wenn man euch euren Status an euren Haaren sehen wird. Wie wenn man anhand der, die Haare werden so strahlen, eine solche Aura haben, dass man anhand der Haare erkennen wird, oh, das ist ein König der Tiere. Und nutzt das gut, also jene, die nicht mit einer schönen Frisur rumlaufen, schaut, dass die Haare so hergerichtet sind, wie sie einer Königin, einem König da entsprechen würden. Ja? Ja, es ist jetzt ein bisschen komisch, dass die Haare direkt als Vision kommen. Ich habe hier den Eremiten. Es scheint mir, als ob du nach einer langen Zeit der Versenkung plötzlich wieder da bist. Der König ist wieder da. Die Königin ist wieder da. Der Eremit ist das Gegenteil von der Herrscher. Der Herrscher ist der, der alles auf Erden hat. Und sobald sich der Herrscher von all dem, was er auf Erden hat, lossagt und sagt, ich suche ab jetzt Reichtum im Innern, wird der Herrscher zum Eremit. Ja? Das ist dann sozusagen der Herrscher, der hier wieder zurückkommt. Ja? Der war weg auf Sinnsuche, auf Wunschsuche und jetzt ist er wieder da. Und der Eremit sieht vor allem intelligent aus, weise aus, aufgrund seiner Behaarung, ja. Der hat weiße Haare, einen langen weißen Bart. Man sieht ihm seine Weisheit an den Haaren an. Okay, so der Samichlaus-Look, der Weihnachtsmann-Look. Das heißt jetzt nicht, dass die Damen sich Bärte wachsen lassen sollen, aber es ist einfach, ich glaube, es wird so oder so, werdet ihr frisurentechnisch da, wo ihr vorher schon mal wart und jetzt wieder auftauchen werdet, da werdet ihr frisurentechnisch anders auftreten wie vorher. Okay? Da gibt es ein Gebiet, wo ihr ein Comeback erlebt und ihr seht auch anders aus wie vorher. Man sieht euren Haaren, sind zu viele Karten, man sieht euren Haaren an, dass ihr weise geworden seid. Ja? Die Herrscherin. Vom Herrscher zum Eremit und dann zurück als die Herrscherin. Ja, die Herrscherin ist ganz einfach das weibliche Pendant zum Herrscher und die Herrscherin ist eine gebende Figur. Das heißt,
Löwe, du scheinst hier einen Weg gegangen zu sein in der Zwischenzeit, ja, da wo du verschollen warst, wo du Dinge aufgesammelt hast, die du jetzt zu geben hast. Du hast jetzt viel mehr zu geben wie vorher. Du hattest vorher schon viel zu geben, jetzt hast du noch mehr zu geben. Okay? Ritter der Schwerter. Es scheint mir, dass du jetzt zu einem aggressiveren Herrscher bzw. Herrscherin wirst. Also dieses Umfeld, das du damals verlassen hast und dann in das du jetzt wieder zurückkommst, die dürfen nicht erwarten, dass du so sein wirst wie vorher. Du scheinst hier an eine gewisse Weisheit gelangt zu sein, die dich jetzt aggressiver auftreten lässt, die dich jetzt härter durchgreifen lässt. Okay. Der Gehängte. Du hast mehr zu geben, aber du gibst weniger. Okay. Du hast mehr zu geben wie vorher. Gibst jetzt aber weniger, ja, die Hände sind hier hinter der Hand. Wenn ihr den Gehängten so umkehrt, dann seht ihr, dass seine Beine die Zahl 4 deuten. Und die vierte Karte im Tarot ist der Herrscher. Und du bist nicht mehr der Alte oder die Alte. Du hast jetzt mehr zu geben, aber gibst bewusst nicht mehr, sogar weniger wie vorher. Ja, die vierte Karte hier, die ist jetzt umgekehrt worden. Du hast nicht mehr diese offene Hand. Und ich sehe dich hier viel aggressiver. Das kann jetzt in Bezug auf einen Menschen sein, mit der ihr jetzt nochmals beginnt, ja. Eine Person, mit der ihr neu jetzt nochmals beginnt, etwas wieder aufnimmt, oder das kann ein Job sein, zu dem ihr zurückgeht, oder das kann ein Freundeskreis sein, in das ihr auch wieder zurückkehrt, aber auf eine ganz andere Art und Weise. König der Kelche. Die Gegenseite schaut dich verdutzt an und versteht die Veränderung nicht. Egal, ob das jetzt eben Job ist, Liebe ist, Freundschaft ist, ja, die Gegenseite schaut dich verdutzt an und versteht nicht, warum du dich auf diese Art und Weise verändert hast. Dieser Mensch fragt sich, ob er sie einen Fehler gemacht hat, dass du so anders wieder zurückkommst. Was habe ich falsch gemacht, dass Löwe nicht mehr so ist wie vorher, sondern jetzt wie jetzt? Fünf der Münzen. Warum lässt mich Löwe plötzlich so außen vor? Vorher hattest du nichts, als du in Versenkung warst sozusagen, und jetzt hat die Gegenseite nichts. Es ist fast so, wie wenn du du sagst, ich wurde hier in diese Einsamkeit, in diese Dunkelheit, wo man nichts hat, wurde ich gestoßen von diesem König der Kelche. Und deswegen hast du hier so wenig Erbarmen. Deswegen bist du jetzt hier so zurückhaltend. Und dieser Mensch hat jetzt das Gefühl, dass er sie mit nichts dasteht. Also du, Löwe, wurdest in das Nichts geschubst und du sorgst jetzt dafür, dass sie gar nichts erst in die Hände bekommen. Okay? Du wurdest in die Armut geschubst und
diesem Menschen gegenüber gibst du jetzt nichts und dadurch fühlen sie sich jetzt arm. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe ziehen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über dein Gegenüber weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye bye!